Hallo Leute und herzlich willkommen zur Lektion nach dem Gig. Ja, du hast es jetzt geschafft, du hast den Gig hinter dich gebracht. Hoffentlich eben war es ein sehr positiver Verlauf, aber der Abend ist im Prinzip noch nicht vorbei. Oder die Veranstaltung, insofern es tagsüber ist. Denn wer sich einfach ohne was zu sagen aus dem Staub macht, tut sich keinen Gefallen. In erster Linie ganz klar, es gehört sich ja so zur DJ-Knigge, überzieh deine Spielzeit nicht. Insofern du natürlich der Einzige bist, der an der Veranstaltung auflegt, dann bleibt es ja dir überlassen, ob du vielleicht noch ein, zwei Tracks länger spielst. Da musst du das dann höchstens mit dem Veranstalter noch klären, ob jetzt Feierabend ist. Aber insofern mehr als ein DJ noch beteiligt ist und du halt vor dem nächsten DJ spielst, dann sei hier auf jeden Fall so fair und überschreite die Zeit nicht, denn sonst verschiebt sich alles nach hinten. Der nächste DJ hat sich ja auch schon vorbereitet und steht bereit und deswegen ist es auf jeden Fall uncool. Du solltest den Übergang dann auch so angenehm wie möglich gestalten. Also sei hier im Prinzip rücksichtsvoll und sozusagen ein Gentleman, denn auch deine DJ-Kollegen können dir ja wieder zu neuen Gigs verhelfen und da tust du dir keinen Gefallen, wenn du hier dir Feinde machst. Deswegen kannst du zum Beispiel entweder den Track schön ausklingen lassen, vielleicht eben eine ruhige Passage und dem nächsten DJ dann so auch viel Aufmerksamkeit verschaffen, weil die Leute merken, okay, jetzt ist hier ein Break. Alternativ kannst du dich auch mit deinem Kollegen absprechen und fragen eben auf welcher BPM-Zahl möchte er denn starten und auch einen Track in derselben BPM-Zahl spielen oder ähnliche Möglichkeiten, um eben einen flüssigen Übergang zu gewährleisten. Vielleicht machst du sogar auch ganz kurz die Musik aus, um hier deinem Nachfolger noch ein bisschen mehr Aufmerksamkeit zu verschaffen. Also es gibt auf jeden Fall Möglichkeiten und wichtig ist, dass du diesen Wechsel zwischen den DJs sehr angenehm gestaltest und da haben dann wirklich alle was davon. Das Publikum ist zufriedener, du stehst dann gut da, dein Kollege ist dankbar und kann auch gut reinstarten. Von daher wäre das zu empfehlen. Wenn du dann gehst, weil dein Gig vorbei ist, musst du ja oft dann noch das Equipment zurückbauen, weil du selbst was mitgebracht hast. Insofern mach das Ganze ordentlich, gewissenhaft. Stör hier vor allem nicht den nächsten DJ, der vielleicht noch gerade am Auflegen ist. Insofern der Abend vorbei ist, okay, dann kannst du das Ganze auch ein bisschen chaotischer gestalten. Aber Ordnung im Leben hat, glaube ich, noch nie jemandem geschadet. Und insofern achte darauf, dass du auf keinen Fall den Mixer einfach am Ein- und Ausschalter, der ist ja meistens hinten, einfach so, wenn die PA noch an ist, ausschaltest. Denn dann macht es einen riesen Knall und da ist auf jeden Fall schon vorgekommen, dass hier Boxen kaputt gegangen sind und das wird teuer. Dann löst sich deine Gage ruckzuck in Luft auf, du hast vielleicht sogar noch Schulden nach dem Gig und das wollen wir natürlich nicht. Verlass dann eben deinen Arbeitsplatz ordentlich und auch für dich noch als Empfehlung, vergiss hier keine Kleinteile, zum Beispiel den Klinkenadapter von deinen Kopfhörern ist so ein beliebtes Teil oder CDs und Schallplatten, die vielleicht noch irgendwo gelandet sind, ein wichtiges Kabel, was auch immer es ist, sei hier am besten sehr aufmerksam und du kannst ja die Checkliste, die du vor dem Gig schon genommen hast, um zu schauen, ob du alles dabei hast, nochmal sozusagen vice versa durchgehen und schauen, ob du auch sozusagen wieder alles mit zurückgenommen hast. Ganz wichtiger Punkt eben auch mal wieder Netzwerken. Hol dir das Feedback ein von den Gästen, von deinen Kollegen, vom LJ, vom Veranstalter, wer auch immer. Alle Leute, die so da sind, die du mal anhauen kannst und hol dir Feedback. Denn hier ist es ja noch sehr direkt nach dem Gig. Die Leute können sich am besten daran erinnern und bitte logischerweise auch um ehrliches, objektives Feedback. Natürlich kannst du nichts damit anfangen, wenn irgendjemand sagt, es war komplette Scheiße. Umgekehrt wird es dir aber auch nicht helfen, wenn die alle ins Gesicht lügen und sagen, ja, das war das Beste, was wir jemals gehört haben, aber du wirst auf jeden Fall keine Gigs mehr bekommen, wenn das natürlich nicht die Wahrheit war, sondern du halt eben keinen so guten Abend gespielt hast, aber hast dann natürlich auch nicht die Möglichkeit, dich zu verbessern. Deswegen wichtig, ehrliches und objektives Feedback, was natürlich dann auch hoffentlich positiv ausfällt und das ist etwas, was
dir dann auch sehr weiterhelfen kann. Weil auch für dich ist das DJ-Set ja noch frisch und so kannst du das Ganze nochmal Revue passieren lassen. Was haben denn die Leute gedacht? Sonst verrennst du dich so ins Blaue hinein und gehst selbstverständlich davon aus, dass alles soweit passt. Aber eigentlich sind alle gar nicht so zufrieden und nach verlierst du dann hier vielleicht den einen oder anderen Gig und merkst es gar nicht so richtig, woran es denn eigentlich liegt. Das wollen wir natürlich vermeiden. Deswegen Feedback ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Wenn es dann leider mal nicht geklappt hat, dann ist auf jeden Fall Problemanalyse angesagt. Denn hier einfach den Kopf in den Sand zu stecken oder das Ganze zu ignorieren und zu sagen, ah, hier spiele ich eh nie wieder oder was auch immer, weil es eben einfach kein toller Gig war, dann ist es vielleicht kurzfristig mal ganz cool, dem schnell aus dem Weg zu gehen, aber langfristig würde es dir schaden, wieder aus denselben Themen vom Feedback-Punkt gerade. Du kannst dir überlegen, lag es vielleicht an Umweltbedingungen, teilweise ist zum Beispiel mal nichts los, weil das Wetter so scheiße ist, dass niemand vor die Haustür will. Oder umgekehrt, es ist extrem gut und die Leute sitzen alle vielleicht abends noch in ihrem Garten zusammen und genießen den Sommertag oder sind im Urlaub. Was auch immer, es kann ja sein, eben, dass es etwas ist, woran du eigentlich gar nichts ändern kannst. Aber dann weißt du natürlich auch, dass du jetzt eben nichts falsch gemacht hast. Das ist auch schon mal viel wert. Konkurrenzveranstaltungen sind natürlich auch ein großes Thema, wo immer wieder Probleme dann auftreten, wenn du leider auf der Veranstaltung bist, die nicht ganz so hoch im Kurs ist. Und hier natürlich auch etwas, wofür du mehr oder weniger nichts kannst, aber was auch wichtig ist zu wissen. Eventuell war die Musik vielleicht zu laut oder zu leise oder es gab gewisse technische Probleme, weswegen der Abend vielleicht an sich gut besucht war, aber eben das Publikum dann nicht ganz so begeistert war und leider schnell wieder gegangen ist. Ein großer Punkt natürlich mit einer der meisten, die wahrscheinlich so vorkommen werden, ist die falsche Musik. Falsche Musik heißt natürlich nicht unbedingt, dass du in einem Hip-Hop-Club Elektro gespielt hast, sondern einfach, dass es vielleicht von der Stimmung nicht ganz gepasst hat, dann war deine Auswahl nicht so gut, du hast es nicht geschafft, das Ganze harmonisch rüberzubringen und die Leute eben abzuholen, wie man so schön sagt. Und deswegen hier auch wieder Feedback. Wenn die Leute das sagen, dann kannst du dir auf jeden Fall darüber größere Gedanken machen, denn das ist definitiv ein Punkt, an dem du arbeiten kannst. Ein Punkt, an dem du auch arbeiten kannst, ist schlechte Promo oder generell auch das Partykonzept, denn was bringt dir die beste Party mit den größten DJs, wenn niemand davon weiß? Da wird dann logischerweise niemand auftauchen und du wirst mit Sicherheit vor einer leeren Veranstaltung stehen. Und ein Punkt ist natürlich auch das Partykonzept, denn selbst wenn die Promo stimmt und vielleicht einige Leute da sind, dann gefällt den Leuten einfach eben das Partykonzept nicht. Warum auch immer, da ist kein roter Faden erkennbar oder es trifft einfach nicht den Geschmack des Publikums. Und das sind auch wieder Dinge, die du erfährst, wenn du eben zu den Leuten gehst, die Leute ansprichst und die Leute um Feedback bittest. Je nachdem weißt du eben, okay, ich muss ein Marketingbudget erhöhen, ich muss mehr Werbung schalten, ich muss mehr Flyer austeilen, ich muss Plakate aufhängen, was auch immer es da für Möglichkeiten gibt. Oder eben vielleicht beim Partykonzept sagen die Leute, mir hat das nicht so gut gefallen, dass hier noch die und die Show-Einlage war. Oder eben, mir hat die und die Musikrichtung nicht so gut gefallen. Das sind dann eben alles Sachen, die hörst du nur von den Leuten. Das fällt dir nicht in den Schoß. Das Gespräch mit den Bookern, mit den Veranstaltern ist auf jeden Fall auch sehr wichtig. Und das ist natürlich dann eher interessant, wenn du nicht der Veranstalter bist. So wie vielleicht bei den Punkten oben drüber. Sondern eben, wenn du gebucht wurdest. Und wenn du dann eben deine Gage abkassierst, dann fragst du hier auch nochmal um Feedback. Dieses Feedback wird wahrscheinlich ja noch ein bisschen fachlicher ausfallen als das des Publikums. Und hier natürlich auch wieder derselbe Punkt. Bitte darum, dass du objektives und ehrliches Feedback bekommst. Und insofern alles gepasst hat, kannst du direkt schon mal nach einem nächsten Gig Ausschau halten. Vielleicht gibt es schon konkrete Termine oder du vertiefst das Gespräch einfach noch, dass du mehr im Hinterkopf bleibst, dass falls was in Planung ist, dass man dann eben wieder zusammenarbeiten kann. Du kannst dir eben auch betonen, dass es dir viel Spaß gemacht hat und dass die Zusammenarbeit so gut war. Das sind eben alles Argumente, warum du dann auch wahrscheinlich wieder genommen wirst. Zum Schluss ist natürlich auch irgendwie eigentlich logisch, aber leider bei vielen DJs dann ja aus den Augen, aus dem Sinn.
oder vielleicht aufgrund des Geisteszustands nach erhöhtem Alkoholkonsum gar nicht mehr möglich, dass man eben nicht einfach abhaut, ohne was zu sagen, sondern dass man sich anständig verabschiedet, dass man hier höflich ist, dass man sich nochmal bedankt, dass man betont, dass es eben eine tolle Veranstaltung war. Natürlich kann man eben auch mal was getrunken haben. Es verlangt keiner, dass man da wie in der Schule einen Aufsatz runterbetet. Aber das Mindeste ist eben, dass man sich nochmal blicken lässt, dass man den Leuten die Hand reicht und eben einfach nochmal höflich Danke sagt. So wirst du natürlich deine Wahrscheinlichkeit noch eher erhöhen, dass du wieder an zukünftige Gigs kommst, weil die Leute gerne mit dir zusammenarbeiten. Du bleibst im Gedächtnis, weil du als positiver Mensch wahrgenommen wirst. Du hast eben die Möglichkeit, vielleicht als Resident irgendwo zu arbeiten, eben weil die Leute merken, dass er mit dir gut zusammenarbeiten kann. Das sind eben alles so Argumente. Es sind viele Kleinigkeiten und leicht auch übersehen oder vergessen. Aber im Großen und Ganzen kann das hier schon das Zünglein auf der Waage sein bei so viel Konkurrenz. Wir hoffen, du konntest in dieser Lektion einiges mitnehmen. Insofern du noch Fragen oder Anregungen zu dieser Thematik hast, darfst du uns gerne eine E-Mail schreiben. Diese findest du hier unter dem Video. Wir sehen uns dann gleich wieder in der nächsten Lektion und wünschen dir bis dahin alles Gute.